Hallo, hallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit The Evil Within 2. Und wir haben diese Episode vor, das zu machen, was ich eigentlich schon letzte Folge machen wollte. Nämlich endlich mal hochkommen zu diesem jenen Speicherpunkt hier, damit wir den endlich auch mal freigeschaltet haben. Aber da denke ich mir, wenn wir hier schon in der Nähe sind und hier ein toter Mobius Operative liegt, der ja da gleich hinten in der Gasse ist, dann können wir ja da theoretisch auch noch schnell vorbeigucken. Auch wenn der eigentlich nur Schrotmunition dabei hat, wo ich mir momentan nicht sicher bin, ob ich damit sowieso nicht voll bin. Aber ist ja egal, da wird es sicherlich auch noch anderes Zeug geben. Zum Beispiel hier ein bisschen schönes Schießpulver. Da sagt man doch mal nicht nein. Ach, der liegt da hinten. Ja, wie komme ich denn da wieder rein? Gut, wir können zumindest noch ein bisschen den Müll durchwühlen. Das kann ja auch nicht schaden, ist sogar was drin. Na, das ist doch mal was. So, aber jetzt echt mal, wie komme ich zu dir rein? Kann ich hier irgendwie hochklettern? Ach, ich muss, okay. Meh. Wie komme ich denn auf das Dach hier hoch? Ist hier drin irgendwo eine Leiter? Nee. Ja, wie komme ich denn hier hoch? Ach, das ist doch schon wieder Blödsinn hier. Meine Güte, ey. Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Dann nehme ich das mit dem Blödsinn auch schon wieder zurück. So, nur was bringt es mir, wenn ich hier rüber gehe? Okay, da liegen ein paar böse Buben auf dem Boden. Da hinten sehe ich noch ein bisschen Kraut, aber wenn da so viele von denen liegen, dann will ich da nicht unbedingt drüber gehen. So, als allererstes mal hier runter. Hallo Mobius Mann. Meine Munition ist natürlich voll, aber hier haben wir natürlich Waffenteile und noch mehr Schießpulver. Und auch noch eine Flasche, aber damit sind wir auch voll. Gut, wäre das erledigt. Okay, da könnte ich auch rein. Da ist ein Rasenmäher. Ein verdammter Rasenmäher. Können wir hier nicht so ein bisschen Braindead-mäßig mal einfach durch die Gegner durchwälzen? Aber zumindest haufenweise Stuff hier. Noch mehr, noch mehr. Und noch mehr. Meine Fresse, ey, was man hier alles findet. Und noch eine Sicherung. Und hier hätten wir sogar eine Werkbank. Kann ich irgendwas machen? Ich bin ja in der Zwischenzeit, also zwischen der letzten Folge und dieser jetzt, sowieso nochmal zurückgegangen und habe aufgebessert und haben jetzt auch den Flaschenbrecher geholt, damit ich leichter aus den Umklammerungen der Gegner komme. Aber wie ich hier sehe, haben wir eigentlich alles voll. Außer, oh, hier können wir noch einen Harpunenbolzen machen. Na, das machen wir doch mal. Und ich habe jetzt 50 Waffenteile. Hier habe ich nämlich auch ein bisschen aufgebessert. Das Gute ist, ich habe ja auch letzte Episode diese besseren Waffenteile gefunden. Und das Gute ist, wenn man da eine dieser Sperren aufmacht, dann gilt das für alle Kategorien und nicht nur für eine. Das finde ich sehr praktisch. Denn wenn ich das wirklich für jede einzeln machen müsste, meine Fresse, dann müsste ich viel finden. So, aber was will ich jetzt eigentlich aufbessern? Gucken wir mal, was wir bei der Schrotflinte so machen können. Wenn irgendwas geht. Ne, hier brauche ich 120. Das kann ich noch nicht. Da kann ich noch nicht. Kostet 60. Ach, ja, gut. Lassen wir das mal, dann sparen wir halt. Das war ja ganz leise, Sebastian. Ganz, ganz leise. So, jetzt aber wirklich mal auf zum nächsten Speicherpunkt. Damit wir die Sache endlich mal abhaken können. Das muss ja hier irgendwo, naja, da so ungefähr nach hinten sein. Lässt sich hier noch irgendwo was finden?
Ich sehe momentan nichts. Hier liegen wieder haufenweise Tote. Und ein offener LKW. Mit Waffenteilen. Noch mehr Schießpulver. Welche Waffe habe ich jetzt momentan ausgerüstet? Ach, okay, die Pistole. Okay. Das passt mir. Was ist denn da hinten? Was zur Hölle ist denn das? Gefällt mir ganz und gar nicht. Aber solange ich den nicht anlocke, ist ja alles in Ordnung. Okay, gehen wir hier jetzt einfach mal ganz leise und geschmeidig. Ich bin mir jetzt ja schon sowas von sicher. Okay, vielleicht doch nicht. Ich wollte gerade sagen, sobald ich den Kram hier aufhebe, stehen alle Zombies auf, aber scheine ich mich wohl getäuscht zu haben. Aber ich glaube, ich sollte trotzdem mal vorsorgemäßig hier zumindest mal Blitzbolzen, den brauche ich hier sowieso, damit das Tor aufgeht. Denn hier rein komme ich nicht. Da ist noch ein offener LKW. Mit nichts drin. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, einfach mal vorsorglich. So, du warum? Wobei, ich könnte ja auch, wenn der hier ja Schrotmunition dabei hat, machen wir das halt so. Freundchen. So. Bekomme ich immerhin ein bisschen Gel. Na, immerhin. Moment mal. Was kann ich denn mit den Hydranten machen? Ach, da kann ich Wasser. Ah, irgendwie logisch. Aber gut zu wissen, dass es auch geht. Gut zu wissen. So, und dich hier haben wir auch noch weg. So. Ach, ist das praktisch, wenn man weiß. Da liegt einer unterm Auto. Und wenn ich mir das Item hole, dann kommt er nach vorne. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir, mein Freund. Moment mal, wieso habe ich eigentlich... Will doch eigentlich... Ey! Will doch die Pistole hier haben. Wieso habe ich die jetzt nicht mehr ausgerüstet? Nein. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Na komm her. Klappe zu. So, und dann können wir das ja auch mitnehmen. Es ist natürlich Schießpulver, was denn sonst? Gut, dann ist die Gegend hier jetzt mal, glaube ich, so ziemlich clear. Zumindest sehe ich niemanden mehr. Mann, die haben auch noch alle was gedroppt. Meine Güte, ey. So, du gibst mir mal deine Munition. Okidoki. Dann brauchen wir jetzt mal bitte Blitz. Okay, wieder ein Resonanzpunkt. Steht der auf? Der sieht irgendwie komisch aus, wollte ich doch gerade sagen. Okay. Den habe ich mal schön das Bein weggeschossen. Von hinten kommt niemand. Gut. Nicht mal du, Hayes. Such dir einen anderen Unterschlupf. Okay. Türen verriegelt. Fenster gesichert. Strom ausgeschaltet. Hier kommt nichts rein. Nicht mal du, Hayes. Such dir einen anderen Unterschlupf. Hier ist alles dicht. Kapiert? Scheiße. Das ist so krank. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Schon in Ordnung. Alles wird gut. Du bist eingeschlossen, Mann. Ich muss nur abwarten. Was war das für ein Geräusch?
Wie ist das hier reingekommen? Was zur Hölle ist? Okay, das war ja jetzt wieder dasselbe Geräusch, wie wir es schon bei dem einen Resonanzpunkt im Zug gesehen haben, oder? Glaube ich jetzt. Na gut, ich schätze mal grob, hier ist alles sicher. Hier ist zumindest ein Speicherpunkt, also gehe ich mal grob davon aus, dass mich hier jetzt niemand angreifen wird. Okay, hier kann ich mich wieder teleportieren. Betrieb. Wo geht's denn da wieder hin? Meine Güte, ey. Natürlich gute alte Kaffeemaschine, aber die brauche ich momentan nicht. Was war das jetzt? Ach so, der Spiegel. Oh Gott. Ja, stimmt, der Spiegel. Den gibt's ja auch noch. Eine Spritze brauche ich momentan auch nicht. Hopp, da liegt noch... Was ist denn das? Rauch? Rauchbolzen, Tatsache. Setzt eine Rauchwolke frei. Manchmal ist ein heimlicheres Vorgehen eine bessere Wahl als eine offene Konfrontation. Wenn Gegner dich nicht sehen können, ist es einfacher zu entkommen oder einen Schleichergriff auszuführen. Das Verbessern deiner Rauchbolzen an einer Werkbank kann dir die Möglichkeit verschaffen, Gegner im Wirkungsbereich mit Schleichangriffen auszuschalten. Ach, und dafür braucht man jetzt das Rauchpulver. Alles klar. Was ist denn das hier noch? Bericht Nummer 00122, Rekruten, Betreff, Anwerbung und MU Center. Die Anzahl der Bewerber über die MU Center hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der MU Center als von der Steuer befreite religiöse Einrichtungen hat den Umsatz gesteigert, den wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben und viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Wallaces Nutzung der neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als bisherige STEM-Kandidaten. MU Center Rekruten sind darüber hinaus bereit, familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Mobius Operatives mindert, die bei Vollzugsbehörden arbeiten. Die lästigen Vermisstenberichte werden nicht mehr notwendig sein. Ich empfehle daher, die Anwerbung über MU Center zu Mobius Standardprozedur zu machen, um neue Einwohner zu erhalten. Sie war ein durchschlagender Erfolg. Okay, also arbeiten die quasi als so eine Art Sekte oder wie jetzt oder was? Quasi wie Scientology? Okay, gerade hier ist auch noch eine Kiste. Vorratskisten. In jedem Unterschlupf steht eine Vorratskiste, dessen Inhalt im Laufe der Zeit immer wieder aufgefüllt wird. Vergiss nicht hin und wieder vorbeizuschauen, wenn du Vorräte zur Neige gehen. Moment mal, das hatten wir aber... Im letzten Unterschlupf hatten wir das doch nicht, oder? Oder habe ich das nur immer übersehen? Kann gut möglich sein. Kann gut möglich sein. Okay. Aber dann hätten wir hier eigentlich so ziemlich alles abgeklappert. Wir können uns natürlich hier jetzt noch rein teleportieren, aber... Ich möchte eigentlich... Achso, ja, stimmt, die haben wir ja nicht aufgehoben. Ich habe mich nur gerade gefragt, warum ist der noch immer markiert. Aber die Munition haben wir ja nicht aufgehoben. Aber ich möchte ehrlich gesagt lieber jetzt mal hier unten hin noch. Das wäre mir jetzt ein bisschen lieber. Moment mal, ich bin verwirrt. Wo kam ich jetzt nochmal rein? Ach, da. Gut. Okay. Vorne liegen auch noch so viele. Da bleiben wir doch lieber mal ein bisschen auf Abstand. Oh. Wieso wackelt das Auto? Ich sehe zumindest niemanden unterm Auto. Aber wieso wackelt das dann? Verstehe ich nicht. Was ich auch verstehe, dass da vorne eine böse Dame steht. Das ist auch, glaube ich, wieder eine von denen, die wir schon im Waffenarsenal gesehen haben. Da
hinten könnte man auch noch rein. Meine Fresse, ey. Ah, was die schon wieder für Geräusche macht. Gott, ey. Bleiben wir einfach mal schön im Gebüsch. Wobei, das Gebüsch bringt mir nicht viel, denn da kann ich mich nicht an sie ranschleichen. Aber gut, wenn die sich nicht bewegt, wenn die immer so stehen bleibt, dann sollte das ja theoretisch ohne Probleme hier funktionieren. Hoffe ich mal. Und jetzt nicht, wenn ich einen Meter hinter dir bin, auf einmal umdrehen. Ey, das geht mir auf den Sack. So, komm mal her. Okay, die ist mit einmal nicht tot. Bekommst du noch einen Schrott. Und jetzt ist sie tot. Schrot ist halt immer gut. So, du das. Und Tasche für Pistolenmunition. Sehr schön. Kann ich eigentlich Kraut momentan noch mitnehmen? Kann ich tatsächlich. Ah, da hinten ist auch noch jemand. So viel Stuff hier in den Kisten. Meine Fresse, ey. Wo läufst du hin? Oh toll, jetzt geht die genau in meine Richtung, oder was? Und da kommt noch einer. Die irgendwas Entflammbares in der Hand hat. Momentchen mal. Ach, wir sind schon längst dran vorbei. Na sowas aber auch. Soll ich mich jetzt um die beiden kümmern, oder ist das nicht eher ziemlich scheißegal, was die beiden da machen? Okay, die haut wieder ab. Ach, aber natürlich ist die Sache, wenn ich die beiden jetzt erledige, könnte die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch sein, dass ich von denen ein bisschen grünes Gel bekomme. Deswegen. Ja, da komme ich nicht durch. Scheiße. Na, geh du mal hier um die Ecke. Oh, die stehen ja richtig scheiße. Kann ich der das... Die hat doch irgend so eine Art Molotow hier in der Hand. Kann ich der das aus der Hand ballern? Wenn es hart auf hart kommen sollte. Okay, ich bin versteckt. Niemand sieht mich. Alles ist cool. Oh fuck. Na toll, und ich stehe direkt drin. Scheiße. Ah, fuck you. So. Ach, dafür ist die Schrotflinte halt schon gut. Einfach mal nah rangehen und draufhalten, dann sind die auch schon weg. Zumindest die normalen Gegner. War es natürlich nicht ganz optimal, dass die mich bemerkt hat. Aber hier, komm, mach das auf. Danke, meins. Wäre auch noch eine Garage. Es gibt wieder so viel Scheiße zu sehen hier. Aber gut, das ignorieren wir jetzt mal. Flaschen, Flaschen, so viele Flaschen. Das da ist auch noch eine Flasche, ja. Da liegt einer. Hast du was für mich dabei? Nö, du bist einfach nur tot.
Das nützt mir ja mal überhaupt nichts. Hier steht eine fucking Kamera. Wo zielt denn die hin? Da oben hin. Hä? Da wird's doch sicherlich irgendwas geben, oder? Nur... Wie komme ich denn... Ach, da hinten ist eine Leiter. Okay. Oh, da hinten steht auch einer auf dem Dach. Wie kommt denn der da hoch? Okay, und hier ist wieder die Falle. Wo wir wahrscheinlich wieder verlangsamt werden. Na, gehen wir einfach mal rein. Blink! Und es wird ein schönes Foto gemacht und da kommt eine von denen angetanzt. Schieß doch! Schieß doch! Sebastian! Okay, die ist hin. Drei Schuss musste ich dir reinrotzen. Meine Güte, ey. Aber gut, 1200 Gel. Da sagt man natürlich auch nicht nein. Und Schießpulver habe ich ja momentan genug, dass ich mir neue Munition machen kann. Hallo Möbius, Mann. Pistolenmunition. Hm. Das? Schrotmunition. Eine Tasche dafür. Sehr schön. Zwei Taschen in dieser Episode gefunden. Wunderbar. Das ist ja wirklich ganz nett. Trotzdem wäre es schön, wenn wir hier irgendwo eine fucking Werkbank in der Nähe hätten. Müsste ich vielleicht mal einen Blick auf die Karte riskieren. Denn hier on the fly das jetzt zu erledigen mit Munition machen, fände ich jetzt nicht so optimal. Da drin ist auch noch eine Leiter. Ach, da komme ich zu den Typen hoch. Machen wir das doch einfach mal. Wird mich doch sicherlich nicht sehen, oder? Wenn ich mich hier anschleiche. Zumindest soweit ich sehen kann, ist die hier oben sowieso alleine. Schleichen wir uns doch einfach mal an. So, und tschüss. Und ich stehe schon wieder mal in Flammen. Zum Glück macht mir das anscheinend keinen Schaden. Da haben wir was. Mysteriöse Waffennachbildung. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben, weißt aber nicht wann oder wo. Ist aber ziemlich cool. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Ist das aus Doom oder eher aus Quake? Ich könnte mich zumindest in Doom nicht an die Waffe erinnern. Hm. Es ist Doom oder Quake. Irgendwas von den beiden. Es ist definitiv nicht die Elder Scrolls. Das sieht mir zumindest mal nicht danach aus. Hoppala, eigentlich wollte ich gar nicht runterspringen, aber gut. Funktioniert ja auch. Okay. Gut, dann das Haus mit der Meldung müsste eigentlich dann genau das hier sein. Okay, und dann begeben wir uns da auch hinein. Und zwar in der nächsten Episode von The Evil Within 2. Und bis dahin sage ich tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.